meine lieben Freunde und herzlich willkommen, Worlds Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch aufs Wochenende. Ja, Freunde, ich bin zurück mit einem neuen Video. Und in diesem Video habe ich mal wieder jede Menge Informationen rund um GTA Online für euch. Freunde, Rockstar Games hat ja gestern wieder ein kleines neues Update in GTA Online rausgebracht, wo wir neuen Content bekommen haben. Es gibt eine neue Eventwoche. Rockstar Games hat ein paar Glitches gepatcht und ich zeige euch, wie ihr euch heute noch ein geheimes Outfit in GTA Online freischalten könnt. Freunde, wenn euch das gefällt, dass ich euch all diese Themen heute hier in diesem Video wieder mal zusammenfasse, dann zeigt es mir auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch von diesen ganzen Themen, die ich euch heute hier in diesem Video sage, Bescheid wissen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalassen würdest. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt ins eigentliche Video rein. Also, let's go! Beginnen wir mit dem kleinen Update, welches Rockstar Games gestern in GTA Online veröffentlicht hat. Und das auf allen Konsolen und dem PC. By the way, Freunde, das Ganze ist ein Update und kein DLC. Heißt, das hat sich automatisch freigeschaltet, ohne dass wir etwas herunterladen mussten dafür, weil wir das Ganze ja schon mit dem Chop Shop DLC im Dezember heruntergeladen haben. Bei diesem Update haben wir einen komplett neuen Renntyp erhalten, und zwar die Dragstar-Rennen. Diese findet ihr im Pausenmenü unter Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Rennen und dann dort bei den Dragstar-Rennen. Insgesamt gibt es hier 7 unterschiedliche Rennen. Diese Rennen sind für ausgewählte Fahrzeuge aus den Kategorien Tuner, Muscle Car und Sportwagen. In diesen Rennen müsst ihr zu Beginn des Rennens erst einmal einen guten Burnout schaffen, indem ihr die Nadel im blauen Bereich haltet, um eben einen besseren Start im Rennen zu haben. Und dann müsst ihr manuell schalten und das funktioniert, indem ihr die Kreistaste drückt, wenn die Nadel sich im blauen Kreis befindet, beziehungsweise im blauen Bereich befindet. Außerdem verfügen alle Fahrzeuge in diesen Rennen über einen einmaligen Nitro Boost. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games findet ihr im Übrigen noch einen kleinen Trailer zu den neuen Dragstar-Rennen. Falls ihr den noch nicht kennt, könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nichts erwartet und dafür hatte ich dann am Ende mit den neuen Dragstar-Rennen doch echt viel Spaß gehabt. Sie waren mal was Neues in GTA Online und das hat mir halt einfach viel Spaß gemacht, mal was Neues in GTA Online zu spielen, und das hätte ich persönlich nicht gedacht. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, spielt diese Dragstar-Rennen doch mal an, vielleicht machen sie euch genauso viel Spaß wie mir. Aber Rockstar Games hat gestern nicht nur die neuen Dragstar-Rennen in GTA Online veröffentlicht, nein, sie haben auch noch eine neue Eventwoche gestartet, bei der wir wieder einige gute Geldboni bekommen, ein paar gute Rabatte, 2 kostenlose Fahrzeuge und die Raube auf dem Schrottplatz wurden ebenfalls aktualisiert. Diese Eventwoche geht noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch, dem 31. Januar 2024, und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit den Geldboni. Und hier gibt es erst einmal doppeltes Geld und doppelte RP auf die 7 neuen Dragstar-Rennen. Weiter geht es dann mit doppeltem Geld und doppelter RP auf den Gegner-Modus Rhino Hunt. Und abschließend gibt es noch doppeltes Geld und doppelte RP auf die Raubüberfälle aus der Autowerkstatt. Kommen wir zu den Rabatten, und zwar gibt es hier in dieser Woche 50% Rabatt auf die Übernahme vom LSK mit. Also wenn ihr da euer eigenes privates Tuning-Treffen da drin macht, da gibt es 50% Rabatt drauf, genauso wie auf die LSK-Mitgliedschaft. 30% Rabatt gibt es dann auf die Railgun, und das eben beim Gunvan, auf die LS-Tuner-Rennanzüge und auf die HSW-Rennanzüge. Diese könnt ihr euch ja im LSK-Miet kaufen. 30% Rabatt gibt es dann auf folgende Fahrzeuge, und zwar auf den Anis Euro, auf den Wappi Dominator ASP, auf den Karin Sultan RS Classic, auf den Karin Calico GTF, auf den Pegassi Torero und auf Modifikationen und Upgrades von Autowerkstätten. Die beiden Fahrzeuge, die wir in dieser Woche kostenlos bekommen können, sind zum einen der Fista Growler. Dieser ist nämlich das neue Preisfahrzeug im Casino, welches wir am Glücksrad gewinnen können. Und das andere Fahrzeug ist der Übermacht Zion Classic, denn dieser ist das neue Preisfahrzeug im LSK-Miet. Und um diesen kostenlos zu bekommen, müssen wir in dieser Woche 4 Tage hintereinander in einem LSK-Miet rennen unter die Top 5 kommen. Auf dem Schrottplatz wurden die Raube aktualisiert, und zwar gibt es hier in dieser Woche den Frachtschiff-Raub, wo wir den Buffalo EVX klauen müssen, den McTony U-Boot-Raub, wo wir den Pegassi Taurus klauen müssen,
und den Überfall auf die Polizeistation, wo wir den Lambadati Visiris klauen müssen. Außerdem gibt es eine neue Wochenaufgabe, bei der wir wieder 100.000 GTA-Dollar, 10.000 RP und ein geheimes Outfit bekommen können. Das geheime Outfit, welches wir uns hier freischalten können, ist der helle Manor-Rennanzug. Und um diese Wochenaufgabe abzuschließen, müssen wir in dieser Woche bis spätestens Mittwoch entweder 2 Driftrennen oder 2 Dragster-Rennen in GTA Online gewinnen. Das könnt ihr leider nicht solo machen, aber ihr könnt es zusammen mit einem Freund machen. Wechselt euch einfach immer ab mit dem Gewinnen und so habt ihr dann beide nach sehr kurzer Zeit schon diese Wochenaufgabe erfolgreich abgeschlossen und dann bekommt ihr beide dann auch schon direkt die ganzen Belohnungen, sprich das Geld, die RP und das geheime Outfit. Den Rennanzug findet ihr im Übrigen dann bei den Outfits in der Kategorie Rennanzüge. Und wenn ihr einen Zweitcharakter habt, könnt ihr diese Wochenaufgabe hier doppelt abschließen und euch so direkt wie jede Woche statt 100.000 GTA-Dollar 200.000 GTA-Dollar sichern. Ich habe euch ja vor einigen Tagen bereits darüber informiert gehabt, dass Rockstar Games im Februar, genauer gesagt am 20. Februar 2024, den Rockstar Editor auf der PlayStation 4 und der Xbox One mit einem Update entfernen wird. Und in diesem Video habe ich euch auch gesagt gehabt, dass es dann nicht mehr möglich sei, GTA 5 auf 100% der Trophäen und Erfolge zu erspielen, weil es ja einige Trophäen und Erfolge mit dem Rockstar Editor gibt. Und nun gibt es hier ein Update und zwar soll dies, nachdem der Rockstar Editor entfernt wurde, trotzdem noch möglich sein, das Spiel, also GTA 5, auf 100% zu spielen. Denn laut Rockstar Games selber soll man die Trophäen bzw. die Erfolge dann erhalten, wenn man in den Regisseur-Modus geht. Denn dieser wird, nachdem der Rockstar Editor mit diesem Update im Februar entfernt wird, auch weiterhin auf der PlayStation 4 und der Xbox One im Spiel verfügbar bleiben. Abschließend hat Rockstar Games in dieser Woche noch an 2 Tagen mehrere Glitches gepatcht. Unter anderem wurde der OTR für den Giftcast to Friends Glitch gepatcht, der K2K Merch Glitch wurde gepatcht und der God Mode Glitch mit der Agentur wurde gepatcht. Eine genaue Liste mit allen Glitches, die Rockstar Games in dieser Woche jetzt gepatcht hat, könnt ihr gerade hier schon im Hintergrund sehen. Okay, Freunde, das waren jetzt nun aber auch schon alle neuen Informationen, die ich heute rund um GTA Online für euch hatte. An dieser Stelle würde es mich noch interessieren, wie ihr denn die neuen Dragster-Rennen in GTA Online findet. Schreibt mir das mal in die Kommentare, denn das würde mich auf jeden Fall interessieren. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich noch mega freuen, wenn ihr mir noch schnell einen Daumen nach oben da lassen würdet und das Video mit euren Freunden da draußen teilt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.